stellt euch vor, ihr kommt in einen kleinen Ort, ihr lauft die Straße entlang und schaut euch ein bisschen um und ihr seht ein Café auf der rechten Seite und seht auch, dass die Tür offen steht und ihr hört schon so ein bisschen eine Melodie nach außen dringen, wisst aber noch nicht so genau, was da drin vor sich geht. Deswegen beschließt ihr, durch die Tür zu gehen und mal reinzuschauen. Und als ihr reingeht, sind nur ganz wenig Leute anwesend. Die Atmosphäre ist sehr interessant, irgendwie ein bisschen unheimlich, aber auf eine komische Weise auch gemütlich. Und das Licht ist nur ganz dunkel und auf der Bühne steht ein Mann und der singt etwas. Und das ist das, was ihr hört. Ja, und vielleicht habt ihr ja den Moment wiedererkannt, denn einige von euch werden das Ganze vielleicht auch in Alan Wake 2 erlebt haben, denn da gibt es eine Stelle, an der wir das hier im Spiel sehen und hören können. Und ich weiß ja nicht, wie es euch ging, als ihr das gehört habt, falls ihr das Spiel selber gespielt habt. Aber ich persönlich fand diesen Moment so cool, denn dieser Song ist so schön irgendwie, besonders in der Situation mit der ganzen Geschichte außenrum. Und man rechnet, finde ich, auch gar nicht damit. Und dieser Moment ist aber nur einer von vielen in Alan Wake 2 oder von mehreren Momenten, wo ich mir gedacht habe, ey, der Soundtrack von Alan Wake 2 ist einfach so unfassbar gut, so unfassbar schön. Und an erster Stelle muss man bei Alan Wake 2 natürlich auf jeden Fall die Chapter-Songs erwähnen, also die Songs, die am Kapitelende immer kommen. Und da gibt es wirklich 3, die auf jeden Fall richtig, richtig gut sind, wie ich finde. Und die einfach so eine krasse Atmosphäre erzeugen im Spiel. Ich meine, die Atmosphäre im Spiel ist sowieso richtig, richtig spannend und richtig interessant. Aber durch diese Songs, durch diesen Soundtrack von Alan Wake 2 wird das Ganze einfach nochmal so viel krasser, wie ich finde. Denn was mir noch am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist das Ende von Kapitel 1 direkt. Wenn eh schon da was Krasses passiert am Ende von Kapitel 1 und dann wird der Bildschirm schwarz. Es kommt so ein Hintergrund und dann fängt dieses Lied hier an. Und es erzeugt eben so eine richtig, richtig coole Atmosphäre. Und das war einfach ein richtig epischer Moment, wie ich finde, in Alan Wake 2. Und genau aus dem Grund auch dieses Video hier, weil ich echt Bock hatte, mal mit euch über den Soundtrack von Alan Wake 2 zu reden, denn ich finde wirklich, dass dieser Soundtrack, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wirklich richtig, richtig cool ist. Und das Schöne ist ja, dass das Ganze nicht nur in Kapitel 1 war, sondern in Kapitel 2. Am Ende von Kapitel 2 habe ich ja vielleicht sogar erwartet, dass jetzt wieder der gleiche Song kommt, aber es war tatsächlich so, dass direkt der nächste Song kam, der wieder so gut gepasst hat und auch so schön in die Atmosphäre gepasst hat, dass ich mir auch diesen Song, genau wie den ersten, komplett angehört habe im Kapitelende, obwohl man ja direkt auch theoretisch überspringen könnte. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch auch vielleicht den Song komplett angehört haben, wenn sie selber gespielt haben, weil das einfach wirklich so ein schöner Moment war. Und das gleiche jetzt am Kapitel 4 am Ende, das habe ich tatsächlich heute erst gespielt. Ich bin noch nicht durch nämlich, das heißt, es kommen vielleicht sogar noch mehr richtig coole Momente in diesem Spiel vor, die in Kombination mit dem Soundtrack einfach richtig episch sind. Und am Ende von Kapitel 4 gab es wieder diesen Song hier. Und das war halt auch wieder richtig episch. Angeblich sollen auch die Lyrics richtig gut passen. Da habe ich persönlich jetzt nicht so genau drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Aber die sollen auch noch gut passen scheinbar zu dem, was im Spiel passiert. Und ich finde, dass der Alan Wake 2 Soundtrack wirklich einer der schönsten Videospiel-Soundtracks ist, die ich bis jetzt so gehört habe. Natürlich gibt es richtig viele
krasse Videospiel-Soundtracks, aber ich finde bei Alan Wake 2, das war wirklich was Besonderes oder ist wirklich was Besonderes. Und ich glaube, ich hatte es auch noch bei keinem anderen Spiel, dass ich mir direkt, nachdem ich den ersten Song gehört habe von dem ersten Kapitel, erstmal auf Spotify mir rausgesucht habe, wie der heißt, und den dann auch wirklich privat noch außerhalb vom Spiel gehört habe öfter. Immer noch ab und zu mal höre. Also das fand ich wirklich krass. Den ersten und den zweiten Song, die habe ich wirklich ein paar Mal schon gehört. Und ich finde auch absolut zu Recht, absolut verdient. Und man sieht auch an den Spotify-Aufrufzahlen, dass das Ganze auf jeden Fall andere Leute auch so machen. Denn man sieht hier auf Spotify auch hier 2 Millionen Aufrufe, 2 Millionen Streams. Also wirklich zu Recht auf jeden Fall. Denn die Song ist wirklich richtig, richtig episch. Und ich habe auch in der Vorbereitung auf dieses Video mal so ein bisschen überlegt, wo ich denn noch so Momente gehabt habe in Spielen, wie jetzt hier in Alan Wake 2. Und mir ist tatsächlich 2 eingefallen, die ich, finde ich, auch unbedingt noch erwähnen muss in diesem Video. Und zwar der erste Moment in Assassin's Creed Valhalla. Der Moment, wenn man, ich glaube, alle Ordensmitglieder ausgeschaltet hat und einfach von der Location wegläuft oder wegreitet und sich so denkt, okay, jetzt habe ich das geschafft, krass. Man läuft so den Fluss entlang vielleicht, irgendeinen Waldweg, die Sonne scheint durch die Blätter von den Bäumen und man merkt, okay, es fängt irgendein Song an, irgendeine Melodie fängt gerade an, eine richtig epische, und man weiß erstmal gar nicht, was das soll oder was es werden soll, weil man es normalerweise nicht gewohnt ist, dass während man hier ganz normal außerhalb von der Quest durch die Gegend läuft, irgendein Song anfängt. Und man merkt dann aber, okay, das ist jetzt irgendwas Besonderes, man weiß aber nicht genau, passiert irgendwas oder was genau wird das jetzt, aber man merkt, okay, das ist richtig ein epischer Moment. Man läuft durch den Wald und genau dieser Song, den ihr gerade im Hintergrund schon hört, fängt eben an und man denkt sich, okay, krass, das ist jetzt wirklich so die Belohnung dafür, da ich jetzt hier diese ganzen Ordensmitglieder erledigt habe. Und es war einfach auch ein richtig epischer Moment im Spiel, der mir auch bis heute in Erinnerung geblieben ist, obwohl ich Valhalla jetzt schon, ist schon eine Weile her, da ich es gespielt habe auf jeden Fall. Und das finde ich ist auch ein Moment, der in dieses Video gut reinpasst. Und der zweite Moment, der mir noch eingefallen ist, war tatsächlich jetzt vor kurzem erst in Cyberpunk und zwar am Ende vom Phantom Liberty DLC in den Credits. Und ich weiß nicht, wer von euch Phantom Liberty selber gespielt hat, aber die Story ist ja doch auf jeden Fall richtig spannend und episch inszeniert. Und gerade nach dem spannenden Ende kommen dann diese Credits mit diesem Song. Und ich fand das auf jeden Fall auch richtig episch. Hab mir die auch zumindest den Song komplett angehört am Ende. Und das finde ich ist auch etwas, was auch so ein richtig epischer Moment war. Man hat diese spannende Geschichte erlebt, das epische Ende von Phantom Liberty. Und dann kommt dieser Song, fand ich auch richtig, richtig episch. Und ja, das war eigentlich alles, was mir so eingefallen ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Alan Wake 2 Soundtrack findet. Wenn ihr selber gespielt habt, natürlich gerne eure eigenen Erlebnisse im Spiel. Wenn ihr nicht selber gespielt habt, könnt ihr ja trotzdem die Songs ein bisschen bewerten, die ihr jetzt im Video gehört habt. Und was mir noch eingefallen ist, was ich euch gerne fragen würde, was für Momente fallen euch ein, bei denen ihr gedacht habt, okay, das ist jetzt gerade in Kombination mit dem Song im Spiel ein richtig epischer Moment. Bei welchen Spielen hattet ihr so einen Moment? Oder bei welchen Songs in welchen Spielen haltet ihr solche Momente? Meine 2 Beispiele neben Alan Wake 2 habe ich ja schon genannt. Vielleicht habt ihr ja noch andere, die euch einfallen. Würde mich echt interessieren. Ansonsten schreibt mir auch gerne mal euer Feedback zu dieser Art von Video in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal und ciao.